Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video von mir. Ich habe heute tatsächlich ausnahmsweise nochmal ein bisschen Mode für euch mitgebracht. Ich habe ja in ein paar Wochen Urlaub, also wir fahren als Familie in den Urlaub. Und ich bin diesen Sommer ja das erste Mal so ein bisschen Kleidermädchen. Also die letzten Jahre war ich immer eher so T-Shirt und Shorts oder eine Jeans und ein Top. Aber dieses Jahr bin ich tatsächlich total im Kleiderthema drin. Es gibt ja so viele unterschiedliche. Ich habe schon so ein paar Favoriten, die bei mir im Schrank hängen. Da fragt ihr auch immer wieder danach. Ich habe auch ein paar ähnliche heute nochmal mitgebracht, dass ihr da gucken könnt, was so der Stil ist. Aber eine Sache, die mir schon die ganze Zeit im Kopf rumschwebt, sind Maxi-Kleider. Ein bisschen schwierig bei meiner Körpergröße, aber ich habe mir trotzdem mal ein paar ausgesucht und die zeige ich euch heute. Ganz ungewohnt hier in meinem Arbeitszimmer zu stehen, aber ich dachte, das ist die bessere Möglichkeit, dass ihr alles sehen könnt, also so von ganz nach unten bis ganz nach oben, weil in allen anderen Zimmern kriegt die Kamera nicht so weit weg. Wir fangen auch einfach direkt an mit dem allerersten Kleid. Ich bin so ein kleines bisschen besessen von Maxi-Kleidern im Moment und ich glaube, wir wissen alle, Frauen wie ich, die nur 1,60 Meter groß sind und auch noch ein paar Kurven haben, können darin mitunter verschwinden. Also bin ich jetzt mal sehr gespannt, ob wenigstens eins dabei ist, was passt und was vielleicht für diesen Sommer anzuziehen ist. Kleidchen Nummer 1. Ich finde ja, es hat so ein bisschen was von Nachtkleid. Irgendwie süß. Aber ich weiß immer einfach nicht, wie das an mir aussieht. Also selbst jetzt, wenn ich mich darin sehe, weiß ich nicht, ob es mir gefällt oder nicht. Ich mag das Gefühl, also ich meine, wer hat was gegen ein weites Kleid, wo man im Urlaub alles essen kann, was man möchte, was auch noch vielleicht so ein bisschen die nachsprießenden Beinhaare überdeckt. Ich glaube, da haben wir alle nichts dagegen. Aber ich weiß einfach nicht, ob das zu mädchenhaft und zu sehr Nachtkleid ist für mich selbst. Ich finde die Länge an sich tatsächlich sehr süß. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das unbedingt zu lang ist. Und das sieht auch, glaube ich, von hinten ganz schön aus mit dieser Raffung hier. Aber ich bin mir einfach nicht sicher, ob das so mein Style ist. Keine Ahnung. Schreibt einfach mal gerne unten drunter, was ihr von dem ersten weißen Kleid hier haltet. Und ich springe mal direkt ins nächste. Ich habe nämlich noch ein langes Kleid. Und da, glaube ich, könnten wir so ein bisschen mehr meinen Stil getroffen haben. Kleid Nummer 2 ist einfach richtig schön. Da gefällt mir eigentlich alles dran. Also zum ersten finde ich lange Kleider mit langen Ärmeln sehr elegant. Ist jetzt vielleicht nichts, wenn es draußen 40 Grad hat. Aber wenn man zum Beispiel auf eine Sommerhochzeit eingeladen ist oder auf irgendeine Cocktailparty oder so, finde ich, geht es total, weil es ja meistens in die Abendstunden reingeht. Ich finde auch die Taillierung sehr, sehr schön. Also ich merke einfach immer wieder, auch bei Kleidern, dass es bei meiner Figur sehr gerne Taille zeigen darf, damit man eben hier schön alles umspielt, aber man sieht, dass ich noch eine Figur habe. Das wirkt einfach nicht so sackig und die Länge finde ich richtig gut. Also so überm Knöchel, nicht ganz so kurz, also nicht wadenlang oder übers Knie, sondern ich finde, die Länge macht einfach auch ein schönes Bein. Es hat noch einen Schlitz, was ich auch ganz toll finde. Ein paar Knöpfe, also Knopfdetail hier vorne. Also das ist auf jeden Fall mein Stil und ich glaube, darin könnte ich mich sehr wohl fühlen. Das nächste Kleid ist ein totaler Klassiker für mich und zwar Wickelkleider. Ich sage euch das jedes Jahr aufs Neue, weil ich finde, dass das einfach das perfekte Kleid für jede Frau ist. Die gibt es natürlich in allen möglichen Längen, also in lang, in so midi wie das hier und auch in ein bisschen kürzer. Ich bin im Moment eher ein Fan von kürzeren Wickelkleidern und da habe ich auch mal eins bestellt. Na, wenn das kein Sommertraum ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist für mich ein perfektes Sommerkleid. Es hat ein bisschen was am Arm, man ist nicht komplett nackig, also Spaghetti-Träger finde ich auch okay, aber darin fühle ich mich immer noch am allerwohlsten, wenn es einfach so einen kleinen Ärmel hat. Das ist ein bisschen auf Puffärmelchen gemacht, aber es steht nicht so ab, also das mag ich an mir persönlich nicht, wenn die Ärmel so abstehen, aber das hat eben nur den Stil davon und wirkt ein bisschen schlanker. Es ist komplett gewickelt, also ich habe das hier selber zugebunden. Mir ist nur aufgefallen, ich glaube, es hätte tatsächlich eine Nummer kleiner sein können, weil es ist hier sehr viel Spiel. Das ist aber schon eine M, also wenn ihr da gucken möchtet, das fällt eher groß aus. Aber das ist auch wieder so ein Walla-Walla-Kleid. Es hat eine super schöne Länge, also es geht ein bisschen übers Knie. Für mich persönlich darf es auch ein bisschen kürzer sein, also ich trage auch gerne Kleider, die ungefähr so lang sind. Ungefähr bis übers Knie, würde ich jetzt mal sagen. Aber das ist halt so eine Wohlfühllänge. Da weiß man kann sich drin bewegen. Da wird nichts passiert, wenn man sich bückt. Da sieht man nichts. Also das ist für mich einfach ein perfektes Sommerkleid. Wenn wir schon bei Blumenkleidchen sind, ich habe noch eins mit Spaghetti-Trägern bestellt. Das fand ich nämlich sehr süß. Da werden wir jetzt einfach mal direkt gucken, wie das so sitzt.
Ich liebe die Farbe von diesem Kleid und ich mag den Schnitt wahnsinnig gerne. Also wir haben ein bisschen wie das Weiße am Anfang eigentlich, ein Spaghetti-Trägerkleid, was ein bisschen wie so ein Babydoll geschnitten ist. Ich weiß nicht, ob man das heutzutage noch trägt, aber als ich Teenie war, waren Babydolls mega modern. Das ist, was unterm Busen enger ist und dann weiter wird. Das sitzt vielleicht hier oben nicht ganz perfekt und ich kann euch auch sagen, warum. Ganz viele Kleider haben immer oben eine zweite Lage Stoff drin. Also hier ist quasi der Stoff nochmal umgelegt. Aber der ist so kurz geschnitten, dass der auf dem Busen so eine Naht macht. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ich spüre das. Und das kann mitunter nicht so schön aussehen. Also ich weiß nicht, warum die zweite Lage drunter nicht einfach bis zur Naht geht. Dann würde man sie nämlich nicht sehen auf dem BH. Aber an sich finde ich die Farbe sehr, sehr schön, die Länge sehr, sehr schön. Ich mag den Schnitt auch gerne. Aber wenn ich mich entscheiden müsste zwischen was mit Ärmel und was ohne, würde ich höchstwahrscheinlich, wenn es nicht 40 Grad draußen hat, immer zu was mit Ärmel greifen. Aber ihr könnt mir gerne mal unten reinschreiben, also wie ihr so eine ärmellose Variante findet oder ob ihr auch eher der Typ für Ärmelkleidchen seid. Ja, was soll ich sagen? Wir waren gerade schon beim Thema ärmellos. Ich habe das Kleid online gesehen und auch tatsächlich schon an mehreren Frauen im Netz gesehen oder allgemein einfach diese Maxi-Kleider, diese ganz weiten Kleider, sieht man im Moment überall und ich wollte es unbedingt haben, aber ich weiß nicht. Irgendwie habe ich so das Gefühl, es erinnert mich ein bisschen an Zirkuszelt. Ich liebe die Farben, also das schreit für mich voll nach Sommer. Das sind auch total die coolen Kombinationen. Also, wer kombiniert sonst Flieder, Orange und Gelb? Ich nicht, aber ich finde, es passt wahnsinnig gut zusammen. Und mit so einer schönen Sandale, glaube ich, ist das sehr, sehr schön. Ich weiß nur nicht, ob es mir steht. Also, ich fühle mich darin wohl. Ich finde, es fühlt sich wahnsinnig gut an. Auch der Stoff ist wahnsinnig schön. Ich mag auch, dass es hier unten nochmal abgenäht ist. Aber ich weiß einfach nicht, ob das so zu mir passt. Das kann ich nicht sagen, aber vielleicht könnt ihr mir das hier unten reinschreiben. Weil, ja, ich finde es super schön, aber ich weiß nicht, ob es an mir schön ist. Aber ich habe noch ein Kleid, wo ich ganz sicher bin, dass es mir steht und das gefällt mir auch sehr gut, das zeige ich euch jetzt noch. Als letztes haben wir ein Mini-Kleid, also das ist so ein Kleid mit meiner perfekten Länge, die geht so ein bisschen übers Knie, das liebe ich. Das ist mit einem Bindedetail, also es hat hier so ein Band, was man sich zubinden kann, aber das ist alles nur Fake, also das ist quasi einfach schon ein vorgefertigter Bund, nur man kann sich eben noch eine Schleife binden, vorne oder hinten, wie man das möchte. Das hat ganz lockere Ärmel, das finde ich auch immer ganz schön. Also es ist einfach ein bisschen luftiger. V-Ausschnitt, also es wirkt eigentlich wie ein Wickelkleid, ist aber einfach nur so zum über den Kopf ziehen. Und ich mag das Muster und die Farben super gerne. Das ist für mich einfach so ein perfektes, easy drüber schmeißen. Entweder eine hohe Sandale dazu oder von mir aus auch einen weißen Sneaker. Wenn man ein Sneaker-Girl ist, dann schaut es immer nett aus. Ich habe gerade gesehen, ich habe noch ein letztes Kleid da. Ich habe tatsächlich noch ein Maxi-Kleid bestellt, ein schwarzes. Ich ziehe das jetzt mal noch schnell an, weil ich es noch nicht anprobiert habe. Aber ich weiß, wie gesagt, einfach nicht, ob dieses Maxi-Kleider-Ding was für mich ist oder nicht. Auch wenn ich es gerne tragen würde. Aber Mode kann ja nicht für jeden gleich funktionieren. Und vielleicht muss man den einen oder anderen Trend auch mal auslassen, auch wenn es schade ist. Das ist das letzte Kleid. Ich habe gerade gesehen beim Anprobieren, dass das leider hier aufgegangen ist. Also hier ist so eine Spitzen, wie so ein Spitzen-BH dran, aber der ist hier leider nicht mal ganz dran. Aber an sich, schwarz macht ja auch immer schlanker, ne? Also vielleicht sieht es jetzt nicht so ganz nach Fass aus, wie die anderen Kleider, die so lang und weit geschnitten sind. Es hat auch wieder diesen Abnäher hier unten. Es betont die Taille ein bisschen mehr als die anderen, habe ich so das Gefühl, durch dieses engere BH-Teil. Das ist nämlich hier hinten auch so gerafft. Also das funktioniert ganz gut. Die Schultern sind zum selber binden. Also die habe ich mir jetzt gerade selber zu einer Schleife gemacht. Und ich habe mir so ein Dreieckstuch oder einfach nur so ein Halstuch bestellt, weil die Ladies tragen das ja im Moment alle immer so. Und die sehen dann immer so cool aus. Also die haben dann hier so ein Tuch am Kopf. So. Und dann haben die diese langen Kleider an. Ist das was? Oder ist das nix? Das war sie also, meine Kleiderauswahl. Ich habe die alle hier liegen und ich kann mich einfach nicht entscheiden. Es ist so schwierig für mich, das einfach zu sehen, ob mir das steht oder nicht. Also die Maxi-Kleider meine ich. Ich fühle mich darin super wohl und ich finde die an anderen Personen wahnsinnig cool, wenn die dann mit so Römer-Sandalen anhaben oder mit
Sneakers. Da finde ich, sieht es einfach immer mega stylisch aus. Aber ich weiß einfach nicht, ob ich der Typ dafür bin. Vielleicht könnt ihr mir da ein bisschen weiterhelfen. Dann schreibt es gerne mal unten rein. Oder vielleicht habt ihr auch noch einen mega Tipp, wo man gute Maxi-Kleider für kleine Frauen kriegt. Dann könnt ihr mir das auch gerne unten reinschreiben. Wenn das nicht so zu mir passt, dann bleibe ich einfach diesen Sommer bei meiner Favoritenauswahl. Also bei meinen Wickelkleidern und bei den Mini-Kleidern. Da fühle ich mich auch pudelwohl drin. Und ich hoffe, dass euch meine Auswahl gefallen hat. Wenn ja, dann gerne ein Däumchen nach oben dem Video geben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Das wird höchstwahrscheinlich nicht wieder ein Kleidung Kurvig werden. Ich habe davon ja jetzt 2 relativ nah beieinander gemacht. Aber ich hatte ja auch ein bisschen was zu shoppen. Ne? Wenn man in den Urlaub fährt und sich da jetzt ein Jahr lang drauf gefreut hat, dass man wieder was machen kann, dann möchte man auch schön dabei aussehen. Also ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder dabei seid. Und dann sehen wir uns. Tschüss!